Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich bin gerade wieder in Feral Colony unterwegs, hab noch nach der letzten Folge eine kleine Runde gedreht mit der ASP, um noch so ein paar Daten für das Community Event abzugeben. Heute ist Montag beim Aufzeichnen der Aufnahme und Rang 4 ist fast erreicht oder Tier 4. Knapp 1500 Beitragende. Ich habe 262 Berichte eingereicht. Es reicht tatsächlich, dass ein System nur gescannt wird normal und das reicht dann. Es werden nur die gescannten Systeme als Bericht gewertet, keine Detailscan und so weiter. Schade. Ich war gestern noch unter den Top 15, heute, als ich rein bin, von Top 40% nur noch. Ist aber nicht so schlimm. Wenn es bei den Top 40% bleibt, bin ich zufrieden. Vielleicht drehe ich noch mal eine Runde, dass ich vielleicht auf, wie viel waren es denn? 350, 400 Berichte oder so komme. 500 allerhöchstens. Muss ich mal schauen, wie ich da noch Zeit für habe. Tja, Erkundungsrang ist dadurch auf 40% gestiegen. Auch eine feine Sache. Und ja, ich habe heute mal was vor. Ich habe da einen guten Tipp bekommen. Und zwar fliegen wir jetzt mal. Wir legen direkt los. Starten mal. Fliegen wir nach Luluwala. Ich kann da nicht reinschauen in das System. Das ist ein umkämpftes System. Ich weiß auch nicht von wem. Da fliegen wir einfach mal hin und sehen uns die Sache vor Ort an. Denn dort soll sich eines der Capital Ships befinden. Ich weiß nicht welches. Bin sehr gespannt. Da soll wohl auch nicht gekämpft werden an dem Schiff. Und vielleicht können wir die ein oder andere Salve mal abgeben. Schauen wir mal. Achso, ich wollte noch mal was schauen. Okay. Hier gibt es keine Kampfzonen mehr in Murana. Es gab immer mal noch welche. Letzte Woche. Ja, okay. Keine mehr vorhanden. Wir müssen ein paar Sprünge zurücklegen. 4 Stück insgesamt. Geht eigentlich. Ist jetzt auch nicht so weit weg von uns. Knapp 50 Lichtjahre bloß. Düsen wir mal hin. Und gucken mal, ob wir da irgendwas anstellen können oder so. Bin gerade wieder in der Elite Dangerous Gruppe unterwegs. Und da gibt es irgendwo im Forum, müsst ihr mal nachschauen. Müsst ihr da auch ein bisschen rumkramen, eine Liste, wo man die ganzen. Also. Zumindest gibt es eine Liste von den ganzen Explorern, die da unterwegs sind. Und die könnt ihr ruhig alle als Freunde nehmen. Und dann sieht man auch mal ein paar Leute auf der Galaxie-Map, wenn man unterwegs ist. Gerade unter den Explorern ist es sehr beliebt, wenn man in der Nähe ist, sich einfach mal zu treffen. Gucken, ob jemand da ist. Ha, da seht ihr ein paar. Oh, ganz weit draußen. Na, alle relativ weit weg. Gibt immer viele, die gern auch mal nicht nur ins Zentrum, sondern auch direkt geradeaus durchfliegen zu den anderen Spiralarmen gegenüber von uns, also 50, 60, 70.000 Lichtjahre entfernt sind von der Zivilisationsblase. Rund um Sol, so die 100 Lichtjahre rund um Sol sind das, glaube ich. Nicht 100, sorry, ein bisschen mehr sind das. 500 oder so. Ich habe immer noch den Treibstoffsammler aktiv. Hatte mich vorhin gar nicht gewundert im ersten Moment, aber ich sehe gerade, ich bin ja in der Anaconda. Ich glaube, der ist einfach nur aktiv, weil ich noch Energie über hatte. Na gut. Tja, Verdienstpunkte nach wie vor. Rang 4. Nächste Woche auch nochmal Rang 4. Aber dann müsste ich wieder ein paar Verdienstpunkte farmen. Aber nicht viel. Nur 200-300 oder so. Also 20-30 Abschüsse machen im Crime Sweep Spot irgendwo, falls ich einen finde. Und wenn nicht, dann bloß 10 Gegner irgendwo aus dem Supercruise vom
von der verfeindeten Macht holen und dann hätten wir da auch die Punkte, dass wir dann nochmal für die Woche drauf Rang 4 sind. Und ab dann wäre es so, dass ich knapp immer die Hälfte von den 1500 Verdienstpunkten nachfarmen müsste, was auch noch okay ist. Gerade in den Crime Sweep Spots, da geht es ja sehr flott. So, dann springen wir mal nach Lulu-Walla. Ich weiß überhaupt nicht, wie es in dem System aussieht. Ich weiß auch nicht, warum da so ein Capital Ship unterwegs ist. Mir hatte das bloß jemand geschrieben. Na, hier ist das, genau. Hauptschiff, da ist es doch. Düsen wir direkt mal hin. Okay. Schauen wir doch mal, was das für eins ist. Es gibt, ich guck gerade mal nach. Gar nicht, wie viel verschiedene Capital Ships es gibt. Zwei auf jeden Fall, drei, vier vielleicht. Ach ja, zumindest habe ich hier bloß zwei Screenshots gesehen. Bei einem waren wir schon mal. Also das ist jetzt das vom Imperium, was ich hier gefunden habe. Empire Capital Ship, weiß nicht, ob das einen richtigen Namen hat, das steht hier gerade nicht. Oder? Gibt es das schon? Das hat so ein Loch, sieht aus wie so ein Donut. Na gut. Kann man die klein kriegen? Ich glaube es nicht, oder? Vor allem, was will das hier? Was? Das System hat doch nichts Besonderes. Ach guck mal, da hatten wir auch gerade gesehen, wer sich da streitet. Denton Patrouille und Zemina Torval. Der Franzose und die Alte sozusagen. Oh, fuck. Da ist das Riesending. Kampfkreuzer. Was fliegt denn hier oben weg? Eine Orca oder was? Ja. Target Shields offline. Zurück, Kommandant. Sie haben hier in der Nähe nichts zu suchen. Das meint das Capital Ship. Das ist aber eine geile Sache, mal so ein Ding zu sehen, wenn man bedenkt, wie groß die Anaconda ist. Die jetzt hier im Vergleich doch eher klein aussieht. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir zu nah ranfliegen, oder? Ob man da mit einer Igel durchballern könnte? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich habe irgendeine Sperrzone betreten. Jetzt wird es mir... Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt wird es mir als Feind angezeigt. Wollen wir mal drauf schießen? Komm schon, fahrt aus Waffen. 100 Credits Kopfgeld. Oh, das ist ja süß. Alter, ich kann da Hitze-Relays, Hauptantriebe, Hilfsantriebe. Guck mal, ich krieg die Hauptantriebe nicht down. Liegt wahrscheinlich daran, weil mir das Schiff auch kein Schild oder irgendwas anzeigt. Schade, wäre ganz witzig, wenn wir das Ding wegballern könnten. Es bewegt sich halt nicht, ne? Das steht hier bloß rum. Was nicht, wer ist denn hier noch unterwegs? Was haben wir denn noch? Föderaler Turmlaser, nochmal. Irgendwelche breiten Kanonen. Boah. Alter.
Schalte ich immer wieder durch das gleiche? Nee. Frameshift-Antrieb? Hauptgenerator? Hilfsantriebe? Das hier sind die Hauptantriebe. Ich mach mal Licht an. Das kann uns halt nichts tun, ne? Zumindest nicht hier. Guck mal, die Mitte vom Schiff ist 1,5 Kilometer weg. Halt, mein Schiff dreht sich. Junge, Junge, Alter, ist das riesig. Krass. Mal schauen, wo wir eventuell getroffen werden könnten. Ah ja, da oben sind so die kleinen. Nicht mal. Oh doch, guck mal. Die treffe ich. Hehehe, ihr Säcke. Ab und zu trifft man eine Salve. Oh, jetzt hauen sie mir gleich das Schild weg. Ich gehe mal runter. Aber wieso kann ich die... Hier wird aber viel geschossen. Ich muss mich mal kurz in Sicherheit bringen. Ist das hier hinten der Kofferraum oder was? Schon gleich noch eine Schildzelle. Und die letzte aus der Batterie. So. Kann ich hier parken? Das ist ja geil. Hey, mach mal auf, lass mich mal rein. Mal ganz frech hinten angedockt. Huch, was macht denn da die Kamera? Ich kann die Kamera hier nicht steuern. Bisschen buggy. Schade. Wäre das, das schießt mir sofort die Kamera irgendwo hin. Ach, da dreht sie sich, die Anna. Oh, 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 bisschen aufpassen. Den kleinen Turm kaputt hier vorne. Alter. 12% hat er noch. Doch keine Verteidigung mit. Das Riesenmonsterschiff. Die 12% noch schnell. Na komm schon, 2% noch. Ja, ein Turm erledigt. Alter, alleine da kommen mal noch. Oh scheiße. Kommen mal noch 8 Waffen hoch. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ohne Schilder. Das ist eine ganz haarige Angelegenheit. Da würden wir auf jeden Fall drauf gehen, wenn ich jetzt hier hoch oder runter fliege. Deswegen parke ich jetzt einfach mal hier. Lass mal eben das Schild wieder aufbauen und dann düsen wir hier nochmal irgendwo an dem Schiff rum. Huch! Komme ich da vorbei?
Huch, direkt mal 3% Schaden bekommen. Sind wir halt heute mal als Versuchskaninchen unterwegs. Man kommt sehr nah ran, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, irgendwo gibt es dann so eine kleine unsichtbare Grenze, dass man gar nicht bis ranfliegen kann. Aber ich kann dem Ding halt nichts ausrichten, außer die kleinen Waffen könnte ich dem wegschießen. Ach doch, guck mal, da links unten jetzt sehe ich, 96% hat er nur noch. War ich das oder? Ich baller hier mal ein bisschen drauf. 95%. Ey, wollen wir das Ding kaputt machen? Dürfte eine Weile dauern. Aber der Spaß wäre es mir wert. Ballern wir hier einfach in die Mitte rein. Ja, das Ding frisst Schaden. Oh, oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Oh, fuck, ich glaube, wir gehen drauf. Scheiße. Wir können... Oh, verdammt. Da kamen jetzt doch welche, die uns angegriffen haben. Oha. Spring! Nein! Alter, 18% noch. Ich habe ja noch ein paar Düppelwerfer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 12, 11, 10. Spring! Ah. Oh. Ah. Oh. Ich bin jetzt erstmal irgendwo hingesprungen. Um Himmels Willen. Ja. Das ging natürlich schnell. Schade, ich dachte, wir hätten jetzt da in aller Ruhe Zeit und können das Ding wegbrutzeln. Boah, wie sieht es denn bei den Modulen aus? Da haben wir eigentlich Glück gehabt, oder? Die haben direkt nur die Hülle weggeschossen. Wenn sie auf ein Modul gegangen wären, dann wäre auf jeden Fall das Kraftwerk oder so schon kaputt. Schade. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal 10%. Wir müssen erstmal irgendwo... Hier gibt es bloß Außenposten. Wir müssen erstmal irgendwo landen. Habe ich hier vielleicht zufällig einen Hightech-Port? Hier. Zemina Torwall. Düsen wir mal dorthin. Müsste ja mit einem Sprung funktionieren. Dann holen wir uns eine Eagle oder ein schnelles Schiff, was gerade vorrätig ist. Und dann fliegen wir da nochmal hin. Boah, Alter, 10%, ey, so weit runter war ich noch nie mit einer Anaconda. 40 oder 50 Mal. Oh, was war das? Achso, fängt alles an zu brennen, wenn ich einen Hyperraumsprung aktiviere. Ach ja, der föderale Sicherheitsdienst kam gerade um die Ecke und schrieb, ich mach dich fertig. Oder ich mach ihn fertig. Da kamen auch zwei, drei unten auf der Karte, die ich noch sehen konnte. Oha. So, wie weit haben wir es denn? Ach, okay. Plus ein paar Lichtsekunden. Können wir die dort mal parken und reparieren? Das wird eine teure Angelegenheit auf jeden Fall, aber das ist nicht so schlimm. Tatsächlich, ey. Kraftwerk sogar noch 98%. Bin ich zu schnell? Nee. Genau im richtigen Moment gebremst. 94% runtergekriegt und dann kamen die Kollegen von dem. Scheiße. Ah, komm, ich gebe schon auf. Was haben wir denn da? Ein Imperial Courier. Ja, friss meine Düppel. Er schrieb, wie verdient ihr denn alle euren Lebensunterhalt? Ganz einfach,
Nehmen wir föderale Agenten, die dich kaputt machen. Oder Mutterschiffe anschließen. Wir haben sogar 100 Strafe bekommen. Ach so, wem es noch nicht aufgefallen ist. Genau. Ich hatte die ganze Liste mal geleert mit den Kopfgeldern, die wir noch über hatten. Und die ganze Bude qualmt. Und habe dann die ganzen Belohnungen abgeholt. Da bin ich vorgestern mal 2 Stunden oder so rumgeflogen und habe die ganzen Systeme angeflogen und dann halt das Geld geholt. Deswegen ist es hier leer, Gott sei Dank. Es gefällt mir wieder deutlich besser. Das ist alles ein bisschen übersichtlicher und man hat hier nicht mehr, ich glaube, 10 oder so. 10 Systeme waren das, in die ich immer wieder fliegen musste. So, können wir reinspringen? Ja. Wir sind ja auch nicht feindlich markiert, obwohl es eine andere Macht ist, denn Zemina Torval ist auch Imperialistin, nennt man das so. Können wir das Schild aufbauen, nicht dass ich dummerweise nochmal gegen die Station fliege und dann hat sich es aber sowas von erledigt für uns. Ich habe uns echt platzen sehen. Wäre jetzt aber nicht so schlimm gewesen, wenn es passiert wäre. Ist immer, ich weiß, es ist immer leicht im Nachhinein sowas zu erzählen, aber ich hätte eigentlich schon fest damit gerechnet, dass das viel eher passiert. Von daher war ich da ein bisschen drauf vorbereitet, dass wir 9 Millionen abdrücken müssen für die Versicherung. Oh, da kommen immer mal Funken. Gut, dann noch sachte hier rein und dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es eine Igel vor Ort. Bestimmt ist ja ein Hightech-Port. Ja, 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 lass mich rein. Schön angeleuchtet von außen, so dieses Hellblau. Das gefällt mir auch immer ganz gut. Oh Mann. Ich hätte mich darauf gefreut, das Riesending mal platzen zu sehen. 6% haben wir weggeschossen. Wir haben uns leider nicht alles angeguckt, weil ich halt da hinten erstmal geparkt habe. Da wir da recht sicher waren. Oha. Die Reparaturkosten. Geht ja. 143 bloß. Okay, alles gefixt. Vielleicht können wir nochmal... Ne, die Verschleißteile sind okay. Gut, was gibt's denn hier? Werftechnisch? Jawohl, eine Igel. Nice, das machen wir mal. Ich pack mal die Anaconda hier. Falls die Igel drauf geht, ist nicht so schlimm. Würden wir dann eh wieder hier stehen. In dem Hangar. Cool, würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen, war eine schöne Folge bisher. Und nächste Folge düsen wir mit der Igel mal ein bisschen ums Mutterschiff drumherum oder vielleicht können wir da irgendwo durchfliegen. Schauen wir uns die Sache mal an. Bis dahin, schönen Tag noch und haut rein. Ciao.